Wir haben es tatsächlich geschafft und ich kann euch direkt sagen, das hier wird kein riesig langes Video. Das wird einfach nur eine kleine kurze Zusammenfassung und einfach mal die Meinung, die ich in meinem Kopf gerade rumschwimmen habe, einfach mal in Videoform aufs Blatt bringen. Denn wir haben es wirklich geschafft. Das Unvorstellbare, wir haben Disney in die Schranken gewiesen und wir haben Disney dazu gebracht, The Acolyte zu beerdigen. Was es da mit dem Thema auf sich hat, was meine Gedanken dazu sind und was überhaupt alles passiert ist, das gibt's in diesem Video und deswegen bleibt gerne dran und damit heißt es direkt herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, The Acolyte, wahrscheinlich die meistdebattierteste Serie der letzten Monate, Wochen, Jahre vielleicht auch sogar und gerade im Star Wars Universum ist hier ziemlich viel Furore gewesen. Es gibt das eine Lager, was sagt, das ist eine super coole Serie und es gibt das andere Lager und das ist eigentlich das lautere, was sagt, das ist der letzte Rotz. Ich habe zu den Folgen ja auch meine Reviews bzw. meine Kritik geäußert in Videoform und da habe ich ja auch des Öfteren gesagt, dass ich an für sich gar kein großes Problem mit der Serie habe. 2-3 Punkte sind wirklich ziemlich gut umgesetzt, finde ich, oder was heißt ziemlich gut umgesetzt, machen sich einfach Spaß anzugucken. Aber der größte Teil daran, der Gedanke hinter vielen Szenen und überhaupt, wie sie mit manchen Sachen umgegangen sind, war einfach nur faktisch schlecht und hat nichts mit Star Wars zu tun gehabt. So, das Ende dieser Serie ließ aber halt ziemlich viel offen. Offene Story mit Darth Plagueis, es wurde Yoda angeteased, es wurde überhaupt die Geschichte der Zwillinge wurde so dargelegt, als gäbe es da eine Zukunft, die auch schon quasi geplant ist und auch mehr oder weniger schon in Schreibarbeit ist. Und ich war tatsächlich gar nicht mal so negativ drauf eingestellt. Ich dachte mir, vielleicht nehmen sie die Kritik sicher zu Herzen, machen daraus was Besseres und wir bekommen halt das, was wir hier hatten, in besser und schöner und alles, was sich mehr nach Star Wars angefühlt hat. Abgesehen davon, dass ich mit meinen Videos so die gespaltensten Videos hier auf diesem Kanal quasi gehabt habe, weil wirklich super viele Leute zu mir meinten, so bist du komplett dumm, wie kannst du da irgendwas gut dran reden? Und da möchte ich auch hier an der Stelle direkt nochmal appellieren, wenn ihr sagt, das ist die Serie ist für euch scheiße, dann ist es so. Die ist für mich auch scheiße, nur ich habe vielleicht eine andere Meinung als ihr und das ist vollkommen okay. Hier geht es um verschiedenste Meinungen und jede Meinung ist auch erstmal subjektiv, also aus seiner eigenen Sicht betrachtet, richtig und ist auch erstmal zu akzeptieren. Mach ich, solltet ihr machen. Deswegen nach wie vor sage ich, ich fand die Serie im Großen und Ganzen nicht gut, nicht mal ansatzweise. Es gab aber 2-3 Folgen, die ich wirklich okay fand und es gab auch allgemein ein paar Szenen, die ich wirklich ziemlich cool fand. Nichtsdestotrotz ist die Serie zum Scheitern verurteilt gewesen. Das ist der größte Hate, der auf Disney eingeprasselt ist in den letzten Jahren. Viel größer als all der Hate, der mit Marvel ankam. Und hier ist es tatsächlich das erste Mal passiert, dass wir es geschafft haben, als große Masse, die diese Serie hatet, beziehungsweise sagt, nein, sowas wollen wir nicht, dass Disney zurückrudert und gesagt hat, okay, finito, Strich drunter, es gibt keine zweite Staffel. Die Serie ist offiziell tot, begraben im Jenseits, wie auch immer man es nennen wollte. Natürlich wird sich Disney hier nicht gedacht haben, oh nein, die armen Fans sind so enttäuscht von dieser Serie und zugunsten der Fans, weil wir unsere Fans ja behalten wollen und weil wir die Treue unseren Fans schwören wollen, lassen wir das Ganze sein. Nein, wahrscheinlich haben die Zahlen nicht gestimmt und Disney hat gesagt, nö, lohnt sich nicht, hat keinen Profit gemacht, weg, nächstes Ding. Aber man muss hier jetzt mal eine Sache sagen. Nach wie vor, der Ansatz, diese Zeit, die High Republic-Zeit in Star Wars und überhaupt die Charaktere, die wir da hatten, dieses komische Nagethema außen vor, aber grundlegend die Charaktere, zumindest teilweise davon, waren doch interessant und hatten Möglichkeit auf zukünftige Projekte. Und ich hoffe, das machen sie jetzt. Ich hoffe, sie setzen da jetzt einen Autor oder eine Autorin hin, ist mir scheißegal, die wirklich Bock auf dieses Projekt hat, die Bock an Star Wars hat, an dem Star Wars, was wir alle lieben, an dem George Lucas Star Wars. Einfach diese Zeit nehmen und einfach da was Cooles draus machen, was den Star Wars Fan gefällt. Nichts Unnötiges an Woke-Washing, nichts Unnötiges an, wir müssen hier so family-friendly sein, wie es geht, sondern einfach eine gute Geschichte erzählen mit Charakteren, denen ich ihre Story abkaufe. Mit überhaupt einer Story, die ich abkaufe. Und vor allem, und das ist hier der größte Punkt, lasst den bestehenden Kanon bitte einfach in Ruhe. Ja, es ist mit Ki-Adi-Mundi nach wie vor mehr oder weniger vielleicht ein Kanonbruch, obwohl man nach wie vor sagen muss, er hat nicht mitbekommen, dass es ein Sith ist. Er hat gesagt, es ist ein böser Machtnutzer. Dementsprechend bla bla bla. Alter von ihm passt zwar immer noch nicht, ist aber auch scheißegal in der Hinsicht. Und auch sehe ich nach wie vor keinen Kanonbruch da drin, dass quasi hiermit gezeigt wurde, dass die Hexen schon aus der reinen Macht ein Lebewesen erstellen konnten, was halt dazu leitet, dass Anakin nicht der Einzige war, bei dem das passiert ist. Aber so beschissen, wie es natürlich auch ist, in meinen Augen ist es, yo, das ist halt einfach die Erklärung, wie zum Beispiel vielleicht Plagueis da dran kam. Die Erklärung für manche Sachen in den Star Wars Filmen. Ist es gut gewesen? Nee, ist es nicht. Ist es absolut beschissen gewesen? Ist es passiert? Ja, kann man sich darüber aufregen? Definitiv. Ich finde es nicht so
100% dramatisch. Nichtsdestotrotz war es scheiße. Und deswegen bin ich ultimativ glücklich, dass das Ding jetzt begraben wurde. Nehmt die Geschichte oder diese Zeit, nehmt Stories daraus, bastelt eure Dinger schön in den Kanon eingebaut. Ändert nichts an dem Alten, ändert nichts an dem, was zukünftig passieren könnte. Macht einfach was Schönes, was Cooles, was mit Star Wars zu tun hat, was sich nach Star Wars anfühlt. Und nicht so 2-3 Folgen, wo du denkst, Alter, das könnte auch jegliche Weltraum-Romantik-Story sein, die es so gegeben hat. Wenn da kein Lichtschwert gewesen wäre, wäre es nicht Star Wars. Ja, und mehr gab ich tatsächlich gar nicht dazu sagen. Ich wollte nur einmal kurz hier auf dem Kanal nochmal hier die Aufmerksamkeit holen und sagen, hier Leute, wir haben es geschafft für die Leute, die The Acolyte gut fanden. Es tut mir wirklich leid. Nichtsdestotrotz seht ihr nun hier auch schwarz auf weiß. Es ist anscheinend so schlecht angekommen, dass es Disney selber beendet. Soll nicht heißen, dass ihr die Serie nicht mögen dürft. Wie schon gesagt, wenn das eure Meinung ist, alles fein. Nur einfach für die Leute, die das wirklich auf Biegen und Brechen verteidigen und sogar sagen, es ist besser als manch andere Serie oder Film im Star Wars-Universum. Bis jetzt wurde keine Star Wars-Serie so faktisch eingestampft wie The Acolyte. Nur das einfach mal als Fakt, der jetzt hier im Raum steht. So, und jetzt seid ihr gefragt. Schreibt mir doch gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr davon, dass The Acolyte jetzt offiziell tot ist? Und was haltet ihr davon, dass es wirklich mit dieser Serie, so wie sie war, nicht weitergeführt wird? Charaktere ist es möglich, dass sie weitergeführt werden, unter anderem Namen mehr oder weniger, also unter anderem Seriennamen. Was ist eure Meinung dazu? Wenn euch jetzt noch interessiert, wie ich die Serie denn bewertet habe, verlinke ich euch hier die Playlist bzw. die Videos von meinen Reviews. Checkt sie gerne aus, lasst gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn euch dann die Videos allgemein gefallen haben, dann bleibt doch gerne auf dem Kanal und lasst ein Abo hier. So, jetzt auch wenn das Video ultimativ kurz ist, wahrscheinlich das kürzeste auf diesem Kanal, möchte ich es nicht noch länger strecken, als es nötig ist. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbst verständlich auf derselben alten Couch wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich jetzt aber erstmal raus. Ciao.